So, moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge, Luna-Folge Nummer 3 aktuell, ne? Für meine Twitch-Zuschauer, die wieder mit dabei sind, natürlich ein kurzer Sprung. Für euch bestimmt 3 Tage Unterschied zwischen dem letzten Video und dem hier. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Wir haben das nächste Feld angenommen für... Oh, 142.000. Es sind auch nur 76 Hektar. Wir fangen an, wir haben nicht ewig Zeit. So. Einmal das, einmal das, einmal das. Chat, los geht's. Das ist die Enhanced Vehicle. Ich brauche unbedingt einen Link dafür. Wenn mir einer da einen zuspielen kann, den Mods dann einfügen können. Mit YouTube nicht so viel Zeit habe, so kann ich immer schön einteilen, ein paar Sachen nachschauen. Hintergewände. Lutz. Lutz, willst du Beef oder was? Das war nie beim Einkaufen, Teil Einkaufs. Ja, das ist so. So. Ja, Überlappung wird hier nicht ganz hinhauen. Ah, das ist wie das. Das Feld wird hier breiter. Das habe ich nicht gesehen da vorne so richtig. Ah, das ist wie das. Wenn ich fahre, noch eine Bahn da liegen. Da lang. Wir kommen auch ziemlich schräg. Wir werden nach vorne ins Vorgewände reinkommen, glaube ich. Also, an die Feldgrenze, glaube ich sogar. Oder? Fahre ich sehr parallel? Nee, ich fahre nicht so gut parallel. Ich fahre nicht ganz parallel. Es wäre ganz geil, wenn man Feldgrenzen irgendwie schon sehen könnte. Also, ja. Oder wenn alle Felder eingezeichnet werden im GPS. Wo liebe Jan? Ich habe nicht mal für mich selbst Liebe, Lutz. Das tut mir leid. Ja, ich weiß, ich fahre zu weit weg. Das ist egal, da müssen wir jetzt durch. Wir gucken mal, dass wir da noch eine Spur daran packen. Oder wir gucken. Ja. Ja, komm mal da. Aber hier sehen wir das wenigstens. Das ist ja geil. Oh, hier sehen wir den Dünger wenigstens schön. Wie schmierig der Acker wird. Nadine ist halt wohlhabend zur Arbeit gefahren mit ihrem gefundenen Zehner in der Jackentasche. Die kann ja einen ausgeben. Wo hat denn die einen Zehner gefunden? Hat die auf Instagram was gepostet? Ich war halt noch nicht online. On the line. Oh, die hat was gepostet. Was haben wir denn da? Jetzt starte ich doch gleich viel. Oh, die hat einen Zehner gefunden. Eigentlich kann sie mich einladen. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Chat, wann habt ihr das letzte Mal Geld gefunden? Bei mir ist es ewig her, ich erinnere mich nicht mal dran. Auch, dass man so Geld mal vergessen hat irgendwie. Auf der Straße habe ich bestimmt, boah, über ein Jahrzehnt nichts mehr gefunden. Gestern um 13.30 Uhr, was hast du denn, warum um 13.30 Uhr, was hast du da gemacht? So, wir müssen mal Vorgewände abschätzen, so circa. Das sind 42 Meter. Warte mal, der Piepen ist doch schon fast Vorgewände, oder? Ja, das reicht hier, oder? Nee, Chat. Nee, nee, das war zu doll. Kurzer Test. Oh, ist das perfekt! Das ist unser Vorgewände, Leute. Wie weit wirft denn der nach hinten? Gar nicht so richtig, okay. Oh! Letztes Jahr 50 Euro auf der Straße, lange her. Hosentasche, Jacke, für mich ständig Geld. Ich nicht. Wann Lutz einladen? Lutz wollte mich einladen, hat er gesagt. Beim Postbote, erst letzte Woche in Zwanni. Ein Zwickel, was ist denn ein Zwickel? Ist das ein Zwanni? Vielleicht ist das Feld schon fertig im Bossestreifen. Genau so machen wir das schon, wie. Auf der Straße ist lange her, aber in der Hosentasche, Jacke, für mich ständig. Letztes Jahr 50 Euro. Wie viel Glück kann man haben, 50 Euro zu finden? Noch nie. Beim Fegen in der Werkshalle. Vor 10 Jahren 50 Euro bei mir am Gartenzaun. Warum? Wer hat schon noch Geld dabei? Muss bestimmt anders extra Geld abheben. Nur Plastik. Oh, ich hatte letztens aber auch wieder. Da habe ich, ja, na gut, der Reitunterricht von der Tochter. Da kriegen wir zweimal eine Quittung. Und das ist auch altrechtens. Aber da muss ich mit Bargeld bezahlen. 50 Euro beim Contra K Konzert. Das waren meine Whisper. Magst du mir die zurückgeben? Du kannst dir auch gerne einen Sub zahlen, ansonsten kannst du unter meinem Video gerne auf PayPal. Das waren meine. Also, ja, die habe ich verloren.
80 auf der Straße, war der Oberhammer. Hab dann natürlich alles zum wie heißt das hier? Die 80 Euro und 50 Euro beim Konzert und so, hab dann natürlich alle ins Fundbüro zurückgegeben, ne? Von meinem knapp 800 Euro Rente einladen. Dann hat mich zu einem Sub eingeladen. Ich hab dir den Sub. Ich würde den auch nächsten Monat wieder übernehmen. 50 Euro auf den Pausenhof. Ich war in Leipzig. Ich war auch in Leipzig. Ich war da auf zwei Konzerten. Ich wurde doch in Berlin eingeladen und Whisper in Leipzig war ich natürlich noch auf eigene Kasse. Ah, das stimmt, Marius. Marius hat mir mal einen Gutschein gegeben von Amazon und den habe ich erst ein halbes Jahr später gefunden. Das stimmt. Das zählt eigentlich auch, oder? Ist ja nur in Gutscheinform, aber ist ja trotzdem Geld. Also wir machen 13%, aber das zählt wahrscheinlich noch als Vorgewinn. Hier links, also sind es ein paar Prozent mehr. Ansonsten wären wir ja rein theoretisch in ja, 9 Bahnen dann durch, wenn wir Vorgewinne rauszählen. Oh. Oder Kaufland? War das Amazon? Amazon war von dem, der den roten Sprinter bei mir mal abstellt. Der hat mir einen, oder den Kindern eher. Wenn ich immer sage, ich möchte nichts haben, und dann schenkt er den Kindern immer. Finde ich eigentlich auch ein ganz cooles Geste. Machen wir noch kurz ein Thumbnail, Leute. Vielleicht macht es doch eher Sinn, das Vorgewende zuerst zu machen, Leute, gleich, oder? Was sagt ihr? Das macht definitiv mehr Sinn. Die Allrad-Mod kommt, glaube ich, automatisch mit der Enhanced Vehicle, oder? Das ist, glaube ich, damit drin. Marius, du kannst mir gerne Pokémon-Karten schicken. Ich wünsche mir auch zum Geburtstag dieses Jahr einfach nur einen Gutschein für Buddy-Cards oder so. Also ich bin wunschlos glücklich und ich sammle zurzeit noch Pokémon-Karten. Und weiß ich nicht. Was würdet ihr. Ihr habt heute oder ihr habt morgen Geburtstag und ihr würdet euch was wünschen. Was würdet ihr euch wünschen? Ich würde mir aktuell wirklich nur Pokémon-Karten wünschen. Ich habe so ein, zwei Karten, die ich unbedingt haben will, Alter. Und die eine kostet aber in einem recht schlechten Zustand schon 85 Euro. Die andere, also eigentlich will ich Dreier haben und mir dann so einen Bildschirmrahmen bauen und die sollen gegradet sein. Also ich weiß nicht, habt ihr eh keine Ahnung von. Oder die meisten nicht. Ich will einen Glumanda, einen Glutexo und einen Glurak auf PSA 10 haben und die dann in so eine richtige Vitrine packen, Alter. In so einem Bildschirm. Kennt ihr diese Bilderrahmen, wo manche dann Trikots reinmachen? Da würde ich mir in so einem kleinen dann die Karten und so reinmachen. Und da will ich mir an der Wand hängen, da habe ich richtig Lust drauf, ne? Boah, schade. Mann, die müssen PSA 10 sein. Ein neues Boot. Hab heute Geburtstag, alles Gute, Janik. Was wünschst du dir? Was willst du mir schenken? Haben wir so einen Gutschein oder Bares für Motorrad, Klamotten, neues Boot. Ich hätte gerne noch einen roten Lotus für mein Aquarium. Das ist ein roter Lotus. Gesundheit wäre alles. Ich wünsche dir die beste Gesundheit der Welt, mein Freund. Nur das Beste für dich oder für euch. Mähdrescher erfahren. Bei dir würde ich mir wünschen. Ach, Mann. Ach, ich glaube, ich mache gleich viele unglücklich. Das passende T-Shirt zu meinem Projekt von dir. Ah, ja. Ja. Möchtest du dir eigentlich, Burkhard, kannst du dir wirklich was aussuchen? Als Dankeschön noch dafür. Wir haben den Platz noch nicht gefunden, bin ich einfach ehrlich. Ne? Das war jetzt so viel zu tun und auch mit Frau Farming, die hat der Lungenentzündung, bin ich abends immer zu Hause gewesen und jetzt auch mit der Aussaat und das. Wird kommen, du wirst es auch in einem YouTube-Vlog sehen, aber möchtest du, such dir mal ein T-Shirt in deiner Größe. Wenn du nämlich eine Sondergröße hast, dann kann ich dir die bestellen. Psst, nur dir. Gesund sein. Trekkie A5 für ein LS, was ist ein Trekkie A? Ist das hier? Lotusblume, richtig genannt.
Ein Husqvarna Viking Designer Epic 2. Was ist das? Also Husqvarna ist mir klar. Eine 601. So, wir machen jetzt doch erst das Vorgewende, liebe Lütz. Frau Farming geht schon wieder gut, aber die hatte Lungenentzündung und Mittelohrentzündung gleichzeitig. War eine echt beschissene Mischung, muss man sagen. Da ich mir echt Sorgen gemacht, nämlich auch abends dann immer schön brav mit ins Bettchen und habe ihre Atmung überwacht und alle, das hat sich echt nicht schön angehört. Und ja. Ich habe mich hier ausstreut im echten Leben auch so weit. Ich glaube, 42 Meter geht. Ja, klar. Das ist dann aber auch, dann muss das aber auch passen. Das darf nicht zu windig sein, weißt du, damit es in die andere Richtung fliegt. Ich habe zum Beispiel einen 36 Meter Streuer. Und ja. Ja, dann schreib mir mal, Burkhard. Weißt du, ob du im Discord bist? Dann schreib am besten da. Ansonsten schreibst du mir hier bei Twitch. Aber bis Montag wird es nicht da sein. Das kommt dann ein, zwei Tage später. Das Beste kommt zum Schluss. Kannst die Kopfbewegung erst in der Kabine machen. Eine digitale Neon-Stickmaschine. Alter, damit habe ich jetzt null gerechnet. Krass. Husqvarna stellt digitale Neon-Stickmaschine. Was meinst du da, Kato? Ist das soweit? Heute? Ich würde mir auch gerne einen Doktor kaufen. Der Philosophie, da sehe ich mich. Der Doktor der Philosophie. Wo kriegt man den Enhanced Vehicle Mod? Mod-Hoster. Ihr seid mit 27 Meter die größten Umkreis. Ja, meiner schmeißt auf 36, aber das ist schon so. Da muss dann wirklich, wenn da zu windig ist oder so, dann hast du da auch schon Probleme mit der Überlappung. Oder der Dünger sehr leicht ist. Ich muss sagen, ich freue mich so dolle. Ihr glaubt das nicht, wie doll ich mich freue über Flüssigdünger dieses Jahr. Es ist einfach so super entspannt. Ne? Das landet da, wo es soll. Teilflächenspezifisch und da ist auch nichts verstopft. Die Jungs aus Mecklenburg und Mädels, denke ich, also bisher habe ich nur mit Jungs Kontakt gehabt, aber ich denke mal, da wird auch die eine oder andere Frau arbeiten, die den Dünger mir bringen. 10 von 10. Das funktioniert so geil, Leute. Ich bin da so zufrieden. Dass, wenn du mich fragst, was war die beste Investition dieses Jahr, dann definitiv der Düngersack. Zu 100%. Da kommt nichts drüber. Eigentlich ist hier im Vorgewende Schwachsass, egal. Ziehen wir jetzt durch. Ah, okay. Das ist so ruhig hier, aber wir brauchen die Entfernung. So, könnt ihr mal die Vögel zwitschern hören. Wie viel Prozent haben wir? 22, den schaffen wir definitiv heute noch. Alter, überleg mal, Hannes kommt das nächste Mal online hier im Farming-Simulator auf unseren Hof. Langsam finde ich den Namen auch gut, muss ich sagen. Der kommt auf unseren Hof und der Janni, der hat einfach 200.000 Euro verdient. Wie geil ist das? Oder? Da freut man sich doch, oder? Als Mitgesellschafter? Chat? Man kommt so als Gesellschafter, weil es gibt ja immer einen Gesellschafter, der arbeitet. Und einer, der macht gern Urlaub. Oh Gott. Oh, jetzt kommen jetzt Fanboys wieder. Ich bin halt der arbeitet. Einer, der Geld verdient. Ne? Aber ist doch okay, weil durch die Arbeit kann halt jemand anderes Geld ausgeben. Wie lange hält es im Düngersack? Musst du mal ein paar Jahre austauschen? Ich habe da kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich sag dir aber, selbst wenn das Ding alle 5, 6 Jahre kaputt geht, bei dem aktuellen Preis, den ich dafür noch bezahlt habe, ich weiß nicht, also aktuell soll es wohl keine geben. Die Nachfrage ist wohl sehr hoch in Deutschland, warum auch immer. oder also sehr, sehr lange Wartezeit. Mein Nachbar, ich sag mal so, mein Nachbar hat angefragt und für den gibt es aktuell keinen. Vielleicht haben wir da ganz gute Werbung gemacht. Und selbst wenn er alle 5, 6 Jahre kaputt geht, rentiert er sich so krass im Gegensatz zu großen Fässern und großen doppelwandigen Zeug. So,
12 und 15 umgestellt. Die kommt mit 40. Ach, ich finde das, ich verstehe das auch nicht, wenn dann einer sauer ist, wenn wir sagen, zum Beispiel im nächsten Video bei YouTube sage ich auch, unbewusst, aber im Schnitt ist mir dann aufgefallen, da habe ich gesagt, ja, wir haben jetzt hier ein kleines Feld, das sind nur 10 Hektar Erbsen. Und ich weiß, dass sich wieder der ein oder andere richtig dolle angepisst und gestänkert fühlt, dass ich sage, 10 Hektar ist ein kleines Feld. Das soll auch gar kein, irgendwie, ich will damit keinen auf die Füße treten, aber das ist leider Gottes bei uns so, ne? Und ich finde die kleine Landwirtschaft super cool und, warte mal, kurz, System. Würde mich auch niemals da irgendwie lustig oder so drüber machen, aber manche sind da echt schnell angepinkelt, wenn man sagt, 10 Hektar sind klein, ist bei uns in der Gegend aber leider so. Kann ich auch nicht ändern, ne? Und auch bei uns in der Firma gesehen, das kleinste Feld ist 7 Hektar dieses Jahr. Das 3 Hektar habe ich weggetauscht. Das ist so ein regionales Ding und da darf auch keiner sich auf den Schlips getreten fühlen. Boah, das nervt mich so ein bisschen dann auch, ne? Weil das ist ja nicht so gedacht, dass man jemanden ärgern möchte mit. Und das soll auch nicht irgendwie überheblich oder so, ne, wirken. Ich muss ehrlich sein, ich glaube, jeder kann in Deutschland, der Landwirtschaft betreibt, stolz sein. Egal, ob der 2 Hektar, ob der das im Nebenerwerb macht, ob er das als Hobby macht, als er auf Vollerwerb oder sonst was macht. Ob es er macht, weil er Spaß dran hat, ne, ehrlich gesagt. Und das ist halt scheißegal, wie groß. Und wenn, noch schöner ist doch, Alter, wenn du einen 5 Hektar hast in der Gegend, wo es auch recht teuer ist und das ist dein Eigentum, das ist schon abbezahlt. Das kann ich zum Beispiel von meinem nicht sagen. Muss man auch dazu sagen. Wir sind in der zweiten Generation. Wenn man da an den Westen oder an den Süden denkt, Deutschlands, da bist du in der 5., 6. Generation, dass die Flächen alle abbezahlt, ne? Ich habe halt noch den Druck der Banken auch noch im Nacken, muss man auch sagen. Ich muss halt super viel, ich habe über 1 Million Euro noch Schulden, die erstmal weg müssen, ne? Man muss dazu sagen, wir haben dafür aber auch viel Acker. Ist halt so ein Ding. Das gibt immer so zwei Seiten der Medaille. Das ist nicht alles Gold, was glänzt, sagen wir einfach mal so. Oder? Zwiebelbrot, Dankeschön für den 3. Monat. Vielen, vielen Dank. Und auch an Mars, Dankeschön. War nicht böse. Ach, war auch nicht so aufgefasst, Mars. Du warst damit nicht gemeint. Dankeschön für die 100. Es gibt Gegenden, da sind 1-2 Hektar üblich, klar. Das gibt Gegenden, aber auch in der Schweiz, die haben große Landwirtschaft, ne? Moin, moin! So, wir machen gerade Vorgewende. Wir sind gerade immer noch im Düngerauftrag. Ich habe 3,5 oder so. Geil! Geil. Man muss ja auch dazu sagen, die Technik wird natürlich dann kleiner und man kann halt auch mit, wenn die Technik halt sehr klein ist und auch älter und manchmal spinnt und da muss man dann schrauben und so, dann kann man auch für 2 Hektar genauso lange brauchen, wie ich halt für 20 brauche oder 30, ne? Da muss man immer so ein bisschen gegensetzen. Bei uns ist das natürlich alles ein bisschen überdimensioniert. Mit 36 Meter Feldspritze ist halt, da klappst du bei manchen in der Gegend nicht mal die Hälfte auf, ne? Dann ist der Schlag schon zu Ende. So, Chatty, was haben wir jetzt hier? Oh, 43%, Alter. Ey, Düngerlohnern ist eine 10 von 10. Es ist einfach geil. Macht mir jetzt auch mehr Spaß als letztes Mal grubbern, weil hier einfach richtig Kohle fließt und wir noch viel, viel breiter arbeiten. Das ist so. Was bringt dir 1000 Hektar, wenn du keinen Ertrag erzielst? Das ist so. Aber ich habe ja jetzt gelernt, dass wir in der Sandbüchse das ja eh viel, viel einfacher haben als andere. Wieder ein Eigentor. Aber okay. Vielleicht geht da jemand Sonntag nochmal im Podcast drauf ein. Man muss halt Relation sehen, das ist so. Definitiv. Guck mal, hier sind wir fertig jetzt. Wir drehen mal einfach ab. Ach so, ach, ein bisschen. Oh, nee, nicht aussteigen. Ah ja, ist ein bisschen Flickenteppich. Scheiße. Das ist die Landkreis Rostock. So, wir sind Vorgewende fertig, das reicht uns, mehr brauchen wir nicht, 42 Meter reichen dicker aus, auch mit dem Quadrack, um zu drehen. Und wir fangen an, weiter innen drinnen zu machen.
Wie viel ist jetzt fertig? Wir haben jetzt. Schade, dass es hier keinen Hektarzähler gibt, ne? Das wäre eigentlich auch ganz nice noch. Also klar, wir könnten uns da runterrechnen, 47% von 76. Aber so ein Hektarzähler wäre eigentlich ganz nice, ne? Du kommst so wie ich mache das ja auch, komme auf ein Feld drauf, null einmal den Auftrag und dann geht das los. Mein YouTube-Kanal heißt auch Twitch Farming. Mein Zweitkanal heißt Der Farming. Da mache ich so LS-Content und Reactions und so. Oder halt auch Livestreams sichern dann halt von Twitch, weil die sind ja nach ein paar Wochen, Monate weg. Und der YouTube-Kanal ist aber Twitch Farming. Mit, so riesig. Okay, Laila, wo hast du? Weißt du, ich treibe in der Schweiz 30 Hektar. Das über den Schnitt ist, denke. Aber Einkommen und so, bin ich super dabei. Bin aber froh, ich Fläche, weil ich muss ertragen, ob ich so hart einschlägt. Das hat alles, ist so. Ist so. Du, das, ne? Ich sag mal, schwerer Boden, na klar, hast du da auch dieses Jahr erst recht so deine Probleme mit der Befahrbarkeit und so. Aber sind wir mal ehrlich, Alter, das. In den letzten Jahren war es ja eher trocken und da kannst du dankbar sein, dass der Wasser speichert. Bei unserer Sandbüchse haben wir dann halt wieder den Vorteil, wir kommen recht früh rauf. Auch dieses Jahr gab es Probleme bei uns, ne? Dafür hält es aber auch kein Wasser, wenn jetzt mal 3 Wochen wieder der Regen ausbleibt. Dann schießen unsere Erträge aber sowas von nach unten, ne? Bei uns ist halt der begrenzende Faktor einfach das Wasser, ne? Bei uns hier in Brandenburg oder auch in Mecklenburg zum Teil. Oder auch in, es gibt überall mal Sandnester in Deutschland. Müsste gehen. Ich guck nachher mal. Oh Gott, ich muss das aufmachen, weil wenn ich live bin, dann kriege ich immer keine Benachrichtigung. An sich gibt es mit dem Hektarzähler, aber ist beim Ansehen und Ernten sehr genau. Okay. Ich muss jetzt im Riese lang. 4 Hektar dazu haben, ist echt schon Glück. Aber hast du es in der Baulandgegend? Das ist natürlich krass, Alter. Wenn du 4 Hektar in der Baulandgegend hast, dann bist du einfach mit 40.000 Quadratmeter bei einem aktuellen Preis. Das ist eine Schnieke von 300. Ich glaube, ist wieder gefallen. Wir waren mal, haben mal eine 400 gekratzt. Wir sind jetzt wieder bei 300 irgendwie so. Ist ja alles ein bisschen runtergegangen. Ach, ist schon gutes Geld, ne? Beim Acker kann man so sagen, von bis. Also es gibt Einzelfälle, da kaufst du noch, weiß ich nicht, für 14.000, 15.000. Mal für 10 sogar, das ist ein richtiger Einzelfall dann aber eher. Es gibt aber auch schon Flächen, die sind hier für 18.000, 20.000 weggegangen hier. Ist im Vergleich mit anderen Regionen natürlich auch wieder, ne? Wenn du überlegst, ist teuer, keine Frage, weil das musst du aus Sand erstmal wieder rausholen, das Geld. Aber wenn du überlegst, so in der Schweiz kann ein Hektar auch gut und gerne mal 150.000 Euro kosten, ist das natürlich ein Riesenunterschied. Servus Martin, mir geht's gut, wie geht's dir? Sehr schönes Gefährt. Ja, wir lodern so ein bisschen rum. Wir hatten vorhin eine Abstimmung gehabt und der Chat wollte, dass ich Quadrack weiterfahre. Ich war für ein MF, weil MF ist Liebe. Ja. Also 2 Hektar sind Bauland, die anderen 2 sind Ausgleichsfläche für die Natur von der Gemeinde. Da steht auch schon drauf. Perfekt. In der Nord oder Süd? Wir haben nämlich auch bei uns wie bei Monte, es gibt eine Nord und eine Süd bei uns. Ich bin in der Nord. Havelhunter, Dankeschön. Nord. Kann man aus Acker dann einfach Bauland machen? Das wäre einfach. Und ich glaube, also man sagt ja scherzhaft in der Landwirtschaft auch gerne, die beste Fruchtfolge ist einfach Windrad oder Bauland. Könntest du das machen? Überleg mal. Ich würde mit einem Hektar Millionär werden. Das ist schon Wahnsinn. Rechne einfach mal jetzt. Überleg mal meine ganzen Ackerflächen. Warte, ich hole mal den Rechner raus. Meine ganzen Ackerflächen Eigentum. Rechnen wir mal mit 470. Das. Achso, wir müssen erstmal auf Quadratmeter kommen. Das sind 4,7 Millionen Quadratmeter von einem aktuellen Preis von so ca. 310 Euro. Sind es 1,4 Milliarden? Ich glaube, es sind 1,4 Milliarden.
1.457.000.000. Oh, wenn du das machen würdest, würde in Deutschland keiner mehr Ackerbau betreiben. Das sind nicht 14 Millionen. Wir rechnen ja erstmal die 470 mal. Das sind keine 14 Millionen. Mal 10.000. Du willst ja auf den Quadratmeterpreis kommen. Bist du schon bei 4,7 Millionen Quadratmeter? Das kann nicht so sein, dass es Millionen sind. Und das rechnest du dann mal 310 aktuell für Baulandpreis, bist du bei 1,457 Milliarden. Dafür würde ich auch verkaufen. Man sagt ja so schön, jeder Mensch ist käuflich. Ich glaube, wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, wenn ich mit einem Schnips Milliardär werden könnte. Es würde jeder von euch machen. Und da kann das Herz in der Landwirtschaft sein, wie es ist, ne? Ich würde das verkaufen und würde woanders Landwirtschaft betreiben. Nicht hier? Ich würde vielleicht in die Slowakei gehen. Ich würde vielleicht irgendwo, wo Landwirtschaft auch noch so angesehen ist und wo die Regierung auch noch mitspielt, muss man ja auch dazu sagen, ne? Irgendwie weiß ich nicht. Slowakei würde ich uns sehen. Ich würde auch dieses Twitch-Ding weitermachen. Aber halt mit dem Hintergedanken, ich wäre Milliardär. Das wäre so schön, Alter. Ich träume gerade ein bisschen. So, Rapfire, Dankeschön für den 51. Monat. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wir brauchen jetzt nicht, ob erschlossen oder nicht erschlossen. Wir reden grundsätzlich vom Bauland. Und da zahlen die noch mehr. In einem Nachbarstadt bei uns in Falkensee sind die bis auf 1.000 hochgegangen. Den Preis weiß ich aus erster Hand, weil ich jemanden, der da Makler ist, mit dem habe ich meine Jugend verbracht früher. Biete doch Hannes mal dein Ackerland scherzhaftweise im Podcast zum Baulandpreis an. Mal sehen, wie er reagiert. Ach, Hannes hat selber auch genug Eigentum, glaube ich. Ich glaube nicht ganz in der Masse, weil das bei ihm noch schwieriger ist, aber er hat auch schon genug Eigentum. Da muss die EU verlassen. Ah ja, es gibt schon auch noch hier in den Ländern, die sind, glaube ich, noch also entspannter als Deutschland. Drück mal bitte STRG rechts plus Nummernpad minus 9. Minus und 9? So? Bin ich da raufgekommen oder war das jetzt die ganze Zeit einfach schon so? Wo sehe ich denn den Verbrauch denn? Gar nicht, wa? Das weißt du einfach, weil du die Mod gemacht hast. Ja. Ich werde ganz oft wegen einem Link gefragt. Wir müssen mal, wenn du möchtest, Mario, kannst du mir mal gerne einen privat schicken. Und dann würde ich den als Command hier reinmachen. Die Frage ist gefühlt 10-mal in der Stunde. Was war meine Frage für Emotions auslösen kann? Ich glaube nicht. Ah, Alter. Ach. Vor allem, ich habe nicht mal diese. Also klar, ich glaube, wenn du Milliardär wärst, halt so einfach von heute auf morgen. Ich glaube, das ist ziemlich einfach zu sagen. Ich würde jetzt kein Luxusproblem haben und würde mir jetzt einen dicken BMW, Audi oder sonst sowas holen. Ich glaube, man würde es trotzdem machen. Man sagt es jetzt so einfach und würde sagen, ich würde mir keinen Urus kaufen. Verdammte Scheiße nochmal, ich glaube, du würdest dir trotzdem einen kaufen. Einfach weil. Das Problem ist, wir Menschen sind so krasse Gewohnheitstiere, ne? Wir gewöhnen uns daran. In der Kochlehre ich 250 Euro verdient, 300 Euro. Hab's geschafft, einen Monat damit auszukommen. Mit Hilfe der Eltern, keine Frage. Die haben meinen Sprit bezahlt, ansonsten wäre das Ganze mit dem Sprit draufgegangen. Aber das hat man geschafft. Dann bist du Facharbeiter gewesen. Ich habe in der ersten Zeit in der Landwirtschaft ich von meinen Eltern 900 Euro bekommen. Das war viel Geld, weil ich war zu dem Zeitpunkt sogar noch ungelernt. Als ich dann gelernt war, habe ich irgendwie so 1.300 bekommen. Irgendwie, 1.200 im Dreh. Es war Riesenkohle für mich. Irgendwann war die aufgebraucht so. Hast du monatlich jeden Monat geschafft, ins Dispo zu rutschen. Hast du trotzdem geschafft, ne? Dann verdienst du das. Man gewöhnt sich halt zu krass an das Geld, was man kriegt, ne? Ist das bei euch genauso oder seid ihr wirklich richtig krass sparsame Menschen? Ich bin da so wie die meisten wahrscheinlich, ich gewöhne mich da zu schnell dran. Anfangs Krümeltee, Alter, Leute. Es gab so lange Zeit bei mir, da habe ich nur Krümeltee und nur Tiefkühlpizza gefressen, weil ich einfach keine Cola hatte, Alter. Und
jetzt mittlerweile, du gehst zwar einkaufen und sagst, Alter, ist schon teuer, so alles, ne? Aber letztendlich kaufst du es trotzdem. Ob es jetzt die Kellogg statt die Ja sind oder sonst sowas, ne? Obwohl wir jetzt auch wieder ein bisschen drauf achten. Ich hab den Penny bei mir, den Netto bei mir ganz lieb gewonnen. Bei dir hat einer 14 Millionen im Lotto gewonnen. Auch geil. Erik, Alter, vielen, vielen lieben Dank für 20 Monate Abo-Falle. Du weißt, dass das keine mehr ist, ne? Du möchtest es nur nicht zugeben, dass du hier gerne bist. Ich spare zur Zeit auf eine PS5. Wie teuer sind die mittlerweile? Packe jeden Monat was zur Seite für einen Notfall. Mhm. Eher sparsamer, manchmal gönnt man sich schon mal. Das ist so. Gut, viele Sachen haben sich geändert. So früher hast du einen Handyvertrag gehabt mit Telefon noch, das weiß ich noch, ne? Und das Teure war in dem Vertrag meistens das Telefon, das iPhone 4, iPhone 5G oder so, keine Ahnung. Werden die meisten ja genauso gemacht haben. Mittlerweile hast du einen Handyvertrag halt wiederum über der Firma laufen. Handy, zum Beispiel, ich mache das immer so, ich weiß nicht, wie ihr da seid, aber ich kaufe das Handy meistens bar. Weil wenn es gut läuft, dann ich muss nicht alle 2 Jahre ein neues Handy haben. Wenn es kaputt geht, geht es kaputt, kann ich nicht ändern. Wenn es doof kaputt geht, habe ich eine Versicherung dafür, dann zahlt die das. Aber ich nehme kein Handy mehr mit in Vertrag, ne? Du musst in der Kita mit Pia Kuchen kaufen als Spende. Und nimm Dosen und Folie mit. Alles klar. Da geht das Geld flöten. Im Hort meinst du wahrscheinlich. Ein Luxusschiff würde ich mir auch nicht gönnen. Ich glaube doch, wenn ich Milliardär jetzt wäre, ich würde mir schon ein Schiff holen, weil ich auch den Führerschein dazu habe. Ich habe einen Sportbootführerschein, darf halt auch ein bisschen größere fahren. Leider nur für Binden, aber wäre egal. Den großen würde ich glaube ich auch noch machen. Dann müssen wir an der Ostsee rumtuckern. Aufs Meer will ich gar nicht, das ist mir zu gefährlich. Aber ich würde mir da auch nicht so eine Riesenjacht holen. Finde ich auch Geldverschwendung. Weil ich im ersten Jahr 800 Franken pro Monat verdiene. Das ist nicht viel, ne? Ich spare im Monat 1300 bis 1400. Das ist top. Das ist sehr, sehr gut. Ich packe jeden Monat aktuell, wenn es geht. Jetzt hat mein Notar mich zwar ganz schön... Der hat mir eigentlich all mein Erspartes weggenommen, kann man sagen. Geschichte erzähle ich jetzt nicht nochmal. Aber ich habe für die Kinder eigentlich jeden Monat 500 Euro weggepackt. Das hat durch Social Media, muss man noch sagen, gut geklappt, Alter. Letztendlich ist man dann spätestens, ich weiß nicht, wer von euch hat schon Kinder, Leute? 60% haben abgeschlossen. Das ist, na klar, macht man es auch für sich. Das ist immer lustig, wenn man sagt, wir machen das nur für die Kinder. Aber im Großen und Ganzen ist das so. Also, egal worauf ich gerade hinarbeite, ich will einfach nur vernünftig leben und den Kindern eigentlich ein schönes Leben, ja, machen. So. Klar, man gönnt sich selber auch dann mal da eine PlayStation, da mal Pokémon-Karten und sowas. Jeder hat sein Hobby, das ist auch richtig so, dafür lebt man. Aber im Großen und Ganzen sage ich, das große Geld lebt für die Kinder weg. Ist mir scheißegal. Das ist so, die sollen es einfach haben. Die sollen es einfach haben. Nicht zu einfach wiederum, das verzogene Mist gehört. Aber die sollen es halt einfach, die sollen einen schönen Start dann irgendwann haben. Wie sehe dein Leben eigentlich ohne Frau und Kinder aus? Ich glaube, ich wäre Fulltime-Streamer. Außer also neben Arbeit. Ich würde meine Arbeit halt machen. Mir hat natürlich jemanden in der Buchhaltung angestellt. Alles, was ich jetzt noch erzählen kann, würde gegen mich verwendet werden. Frau Farming ist nicht hier. Ist egal. Und dann. Ich glaube, ich wäre rund um die Uhr online. So. Ich würde den ganzen Tag LS spielen. Ich habe gerade kein anderes Spiel aktuell. Ich wollte mal in Fortnite wieder reingucken. Letztes Mal mit Hannes und Lisa gespielt, schon ewig her. Ich würde den ganzen Tag online sein. Wir hängen uns einfach, du kaufst dir einfach einen schönen Trecker und den Rest aus in Finnland. Oh, ich bin ein ziemlicher Norwegen- oder Schweden-Fan. Aber ich war auch noch nicht in Finnland, muss ich dazu sagen. Spaß zu ETF-Tagesgeld. Ich habe ETFs und ich habe Kryptos. Das ist, ich habe noch ein paar Aktien, aber das Depot will es nicht sehen. Ich bin plus 55. die ETFs laufen und das Krypto lief auch ganz gut. Ich glaube, ich bin bei
das sind kleine Mengen, muss ich sagen. Also das sind jetzt nicht 10.000 Euro, aber vor allem, ich musste mir auch einiges davon auszahlen jetzt, wegen dem scheiß Notar, muss ich auch dazu sagen. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, bei 20.000 Bitcoin gekauft und hatte das, glaube ich, für 48 oder 50 dann verkauft. Also ein Bitcoin, nicht das, was ich dachte. Jemanden für die Buchhaltung bräuchte ich denn noch. Das schaffe ich nicht auch noch, glaub mir. Frau Farming macht da schon viel. Wann endlich Powerwash? Nee, Lutz, wann endlich Horrorspiel-Simulator? Horrorspiel. Ich schuld euch den noch und ich habe richtig Bock drauf. Wir rufen mal Frau Farming an. Vielleicht Sonntagabend? Warum jucken mir die Ohren? Hallo? Hallo? Du bist live, ne? Warum jucken mir die Ohren? Ach so, na, wann soll ich denn den fahren? Mir ist es egal. Gibt's da. Gibt's da Wunschzeiten? Mir ist es egal, morgen, wann. Ja. Ja, ja, können wir machen. Wann fahren sie denn den rüber? Wann fahren sie denn rüber? Montag. Ach, Montag erst. Ah, okay. Gut. Ja. Ja. So, wollen wir Sonntagabend ein Date draus machen? Frau Farming und ich zocken ein Horrorspiel. mit euch zusammen. Erik, Dankeschön noch für den 20. Nils, Dankeschön für die 10 Bits. Mr. Dauerzocker, vielen lieben Dank für Stufe 2 im 44. Monat. Und Nils, vielen, vielen Dank für den 5. Ich bin mir unsicher, was wir spielen, Leute. Ich bin nicht im Horror-Game-Genre drin. Ich habe vor ein paar Monaten schon mal gefragt. Wir hatten da einige Infos und ich habe alle vergessen. Sonntagabend, wenn die Kinder im Bett sind, so 20 Uhr, sag ich mal. Wollen wir da ein Date festmachen, lieber Livestream? Ich bin ein super Schüsser. Ich werde die Nacht auch mit Licht schlafen, komme, was wolle. Viel Spaß, Tobi. Ich muss auch gleich bald los. Und schönes Wochenende euch. Der Twitch-Lohner ist unterwegs. Na logisch, Alter. Guck mal bitte, wir haben heute schon 100.000 gemacht. Ich habe heute aber leider auch schon 100.000 ausgegeben. Aber wenn wir das Feld hier fertig haben, fahren wir das erste Mal ins Plus. Das sind noch 44%. 34. Mach ein Date mit Kev. Mit welchem Kev? Ich kenne mehrere. Nur was spielen wir? Was ist denn so ein Horrorspiel, was man auch gerne zu zweit spielen kann? Lutz, bist du noch da? Hau mal eine Empfehlung raus. Jo, Black Gamer, tschü, viel Spaß und lass dich nicht ärgern. Ready X. Nur was soll ich mit ihm daten? Was soll man machen? Da muss ich mal ganz kurz rangehen. So. Soll ich nachts klingeln, wenn du Angst hast? Ich kann dir ein paar geben, Alter, mein Freund. Wenn du die runterdrehst, die Ausbringmenge, die ist doch runtergedreht gewesen. Warum ist die denn jetzt bei 37? Die war runtergedreht. Ich bin wieder auf der Taste gekommen anscheinend. Die war komplett runtergedreht. Dead by Daylight. Dead by Daylight ist doch nicht so richtig Horror.
Alone in the Dark. Soll irgendwie was. Gibt es aktuelle Spiele? Also, ich will nichts spielen, was so 3-4 Jahre alt ist irgendwie. Farming wie in Australien. Kleinflugzeugdirektor. Ey, in Deutschland sind sie dieses Jahr auch mit Helikopter geflogen, ne? Und haben Dünger ausgebracht. Ich frage mich zwar, wie die Genauigkeit da ist, aber das wird schon passen. Demologist. Wir gucken gleich, wenn wir mit dem Feld fertig sind, machen wir Feierabend. Aber YouTube, falls ihr das hier gerade auch seht, obwohl ihr werdet zu spät sehen. Ah. Nee, Dead by Daylight habe ich selber schon gespielt. Dead by Daylight finde ich jetzt auch nicht so krass Horror. Really, vielen, vielen lieben Dank für den 14. Wie geht's dir? Alles fit? Oh, wow. Ja, wir haben hier mehr als die Hälfte fertig. Achtung, die 39 müsste eigentlich gleich... Müsste eigentlich gleich anzeigen. Mehr als die Hälfte. Ja. Doch, guck mal. Chat. Dicke. Dicke, dicke. Gefühlt ist die halbe Map gedüngt, ne? Die 4 ist, glaube ich, noch ein Lohnauftrag. Kann ja mal reingucken. Die 4, 44 und 1 sind die größeren noch. Die 4 muss noch. Die 44, ja, das sind beides auch noch Aufträge. Oh, das ist ein richtig dickes Ding. Da verdienen wir richtig Schmodder. Dirk, danke schön für den 29. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Du sollst Dead by Daylight spielen, dann schaut's auch mit rein. Das soll irgendein Spiel sein, was wir zu zweit spielen. Vielleicht so ein bisschen Thriller auch, ne? Das heißt, dass man so irgendwo gerade was kontrolliert, du musst irgendwas prüfen, ein Rätsel lösen und dann kommt ein Jumpscare oder so. An sowas dachte ich vielleicht auch. Man muss es zu zweit. Dead by Daylight weiß ich nicht. Wenn Frau Farming neben mir sitzt, ist das, glaube ich, nicht ganz so spannend. The Outlast Trails vielleicht als Vorschlag. Wir machen das gleich nochmal. Wenn wir nach dem Feld noch, wenn ihr noch da seid, dann gucken wir uns nochmal ein, zwei Spiele an. Sons of the Forest. Oh, Sons of the Forest ist doch eher so Survival Crafting, oder? Phasmophobia. Phasmophobia habe ich früher gespielt. Der zweite, der Dämonologist schreibt. Ich glaube, das habe ich hier ausgesprochen. Aber bei Phasmophobia, irgendwas hat mich da gestört. War es die Grafik? Wir gucken mal. Aktuelle Horror Games. Alone in the Dark 2024. Ist das schon draußen? Vor einem Tag? Alone in the Dark. 19 Stunden. Ist das draußen? Ist das Horror? Ist das spannend? Ist das neu? The Outlast Trails wird mir auch angezeigt. Ja, schaut aus, als ob du voll schnell fährst. Ich fahre 18 km/h. Ist okay. Ist okay. Düngemenge schon wieder. Oh, zeigt dir. Ah, naja, fahren wir mal mit offenem Verdeck hier. Sonne scheint, staubt nicht, dann können wir mal offenem Verdeck fahren. Ich guck mir das gleich mal an. Ne? Wieso düngst du mit einem Quadrack? Hat der leider Gottes der Livestream entschieden. Ich habe eine Abstimmung gemacht, deswegen Quadrack. Der ist von einer anderen Aufgabe noch über, von einer groben Aufgabe, deswegen nehmen wir den jetzt hier auch einfach. Alone in the Dark ist draußen, ist neu und Horror. Und die Steuerung, die viel zu leise vertont. Die Steuerung? Du meinst die Sprache? Ah nee. Horror ist die Steuerung und die viel zu leise vertonten Texte. Also nicht so geil. Alone in the Dark ist Einzelspieler. Du, wir müssen auch Einzelspieler spielen, Gorboran. Meine Frau kann nicht so richtig mit dem Controller. Ist ja auch nicht schlimm. Wieso Quadrack? Weil wir es können.
Einfach weil wir es können. Das ist die arroganteste Antwort, die du geben kannst. Geil wäre ja, mit dem die ganze Zeit spielen. Das wäre aber schon ziemlich mies, ne? Weil wenn es danach geht, klar. Warte mal, ist das Feld jetzt zu Ende gleich? Ja, ein paar Meter haben wir noch. Wenn du mal guckst, was wir uns hier mieten können, gucken wir mal durch ganz schnell. Hier könnten wir uns rein theoretisch dann für einen günstigen Preis. Ja, das ist schon richtig krass. Also gut, was anderes mache ich gerade auch nicht, war Cheaten. Hier könnten wir uns einen schönen 900 da holen. Oder einen 1050, das weiß ich leider nicht. Ist das ein 1050 oder ein 900 da? Warte, wir drehen mal ganz schnell. Gucken wir nochmal rein. Na, es soll so zu zweit, dass wir beide Spaß dran haben. Das meine ich damit, weißt du? Also gerne einen Einzelspieler mit einer coolen Story, die Frau Farming auch fängt, wenn du auf dem Nachbarsitz sitzt, weißt du? Meine Frau ist kein Zocker an sich. Die hat keine Playstation gespielt, die hat nichts. Ich meine dazu, so was wie zum Beispiel früher hat sie gerne bei Assassin's Creed zugeguckt. Weil die Story hat sie gepackt, weißt du? Das fand sie gut. Die Geschichte und die Grafik sind super. Die Steuerung mit Tastatur ist absoluter Horror. Ist möglich mit Controller, weil ich spiele eh 90% meiner Spiele spiele ich mit Controller, wenn es geht, ne? Genau, es ist ein Story-Horror-Game, so irgendwie. Jo, Christian, tschü. Über Ghostwatch hast du eigentlich viel Gutes gehört. Das ist so wie Phasma. Okay. Last of Us, or Days Gone. Ja, ja, aber da ist mir irgendwie noch nicht Horror genug. Ich wollte mal hier bewerten. Achso, gucken wir gleich. Wir sind ja gleich fertig mit dem Feld hier, Leute. Ich wollte mal gucken, hier würden wir einen 10er noch bekommen. Hier würden wir New Holland und noch ein Case. Guck mal, hier könnten wir uns einen Drescher ergaunern, gleich mit vernünftigen Traktoren. Und Überladewagen. Und Traktoren. Oh, Alter. Und da singst du nur um 1600, obwohl du so viele Karren auf einmal kriegst, ne? Hier noch ein Quadrack. Ja, es sind halt so entspannte Aufgaben, ne? Das bringt halt das große Geld mit sich, die großen Flächen. Viel gespielt dabei. Ich habe ganz, ganz früh auch gerne, also mein erstes Horrorgame war damals Resident Evil Nemesis. So. Da war ich noch viel zu jung, das eigentlich zu spielen. Wann ist das rausgekommen? Resident Evil Nemesis ist rausgekommen. 1999. 96. Ich war... Kann ich hier gar nicht erzählen, wie alt ich war, als das rausgekommen ist. Da haben wir das gespielt, Alter. Geil ist, dass der Dünger einfach super doll reicht, ne? Also selbst wenn wir jetzt nochmal nachfüllen müssen für 19.000, geht gut. Ich glaube, Resident Evil bringt gefühlt jedes Jahr eins raus, oder, Philipp? Ich hatte bei dem letzten, ich weiß gar nicht, ob das, wer war das, Gronkh, der das auch gespielt hat? Bei irgendjemand hat echt zugeguckt da bei Resident Evil. In dem Haus da. Aber es ist immer im Haus. Wie nice T-Shirt von der Gamescom, als Vorstellung, oder? Mein, ist jedes Jahr Gamescom? Ich glaube, dieses Jahr werde ich es nicht schaffen, Alter. Boah, ich, für mich mit der Agritechnica irgendwie so die geilste Messe, wo ich bis jetzt war. So Gamescom hat mir echt Spaß gemacht. Das Einzige, was keinen Spaß macht, sind die Preise halt fürs Hotelzimmer, ne? Ich glaube, ich habe 380 die Nacht bezahlt.
80%. Zack. Ich glaube, es sind noch 2, 3 Bahnen. Dann haben wir es. Zweieinhalb. Ich guck mal nebenbei nochmal. Wie hieß das Spiel, was ihr mir da geschrieben habt? Das hieß Dämonologist. Ist vom letzten Jahr. Eins bis vier Spieler. Ich glaube aber, das ist eher ein Spiel, was man mal in einem Gaming-Stream mal mit Hannes, Lisa, Seppi spielen könnte. Bin ich der Meinung. Biene, Dankeschön für den 33. Dir auch. Ich hoffe, Wochenende ist bei dir schon. Allein zu Hause gewesen mit Spielen. Gerade auf dem Dachboden gewesen, Alter. Und Messer vom Dachboden gucken gewesen. Danach eingeschlossen, bis der große Bruder gekommen. Auf jeden Fall muss die Karre mal irgendwann dann mal abgekerchert werden. Das kann nicht sein, dass wir hier nur lohnern, lohnern, lohnern. Jetzt zwischen den nächsten Lohneraufgaben gibt es auch mal eine kleine Pause und das muss mal sauber gemacht werden. Aber ganz nice. Also wir sind jetzt 51 Minuten auf diesem Feld. Ich habe ja die Aufnahme gestartet im Hintergrund. Das ist ganz geil, ne? 51 Minuten und wir sind so gut wie durch bei 76 Hektar. Das heißt, wir können, ich glaube, das hier war wie viel Hektar? Das schaffen wir in anderthalb Stunden. 90 Hektar, anderthalb Stunden, machbar. Und wir kriegen echt Kohle hier, Alter. Das ist so krass. Wenn wir das Ding noch machen, kratzen wir an der, ne, dann haben wir die Million mit dem Geld jetzt von dem Auftrag hier fast, oder? Mahlzeit, Frettchen. Bei Outlast macht so nichts verkehrt. Kevin hat da auch immer so ein Haus für den Wald gemacht. Ist das so? Doch noch eine Bahn mehr. Düngerstreuer ist abbezahlt, definitiv. Und der Dünger ist ja auch bezahlt jetzt, sag ich mal. Klar, wir hätten nochmal 20.000 Euro sparen können, indem wir uns hätten nicht beim Düngebaron über den Tisch ziehen lassen. Aber manchmal ist das so, ne? Also wir hätten jetzt eigentlich sogar noch 20.000 mehr auf dem Konto. Der hat uns ganz schön über den Tisch gezogen. Ich bin auf der Landkreis Rostock, machst du Ausrufezeichen Map. Aber der Düngerstreuer definitiv bezahlt. Wir müssen uns da mal langsam Gedanken machen. Ey, wenn sich das so gut macht. Aber irgendwann hat man keine Düngeraufträge mehr, ne? Na gut, ein bisschen ist noch, aber vieles nicht mehr. Oder kommen neue Düngeraufträge auch nach, denn? Aber ich sag mal, Flächen sind ja genug, egal welches Stadium. Ich sag mal, von der frühen Düngung bis irgendwann Qualitätsgabe kann man noch alles machen. Erst im nächsten Jahr, okay. Bastriver, ein herzliches Willkommen und Dankeschön für den 9. Monat. Moin. Wir lohnen uns gerade durch, sind aber gleich fertig. 85%, na, sind noch 2 Bahnen. 2 Bahnen, 2, 3 Bahnen. Nächster Tag sprühen, kommen neue Aufgaben, aber auch ein neuer Monat, ne? Lutz, ich wünsche dir viel Spaß und ein schönes Wochenende. Sehen wir uns Sonntagabend, Lutz? Sonntagabend, Horrorstream mit Frau Farming, hast du dir gewünscht, kriegst du. Außer ist wieder irgendein Kind krank. Dann 70 Hektar Silageballen machen, da kommt auch was rum. Oh, aber Silageballen machen ist ja Aufgabe. Also ich glaube, da bist du mit Dünger schneller durch.
die grüne Fläche kommt noch erst nach. Wie viele Stunden habe ich im LS? Nicht viel. Keine Ahnung. Es gibt leider keine guten Horror-Games. Was wäre denn deine Empfehlung? Lutz, Morte, was wäre denn eure Empfehlung? Lutz muss los, aber Morte, deine Empfehlung? Ja, habe ich ja gesagt, Story-Game mit Horror-Charakter kann es ja auch. Ich habe auch überlegt, ob wir Alan Wake 2 halt spielen, ne? Ich habe es sogar da für PlayStation. Könnte man auch zocken. Aber ist ja eher so Horror-Thriller, ne? So Psycho. Wer will schon schnelles Geld in LS? Hier. Schnelles Geld, Alter. Oder halt, wie gesagt, das, was ich hier gelesen hatte, was jetzt neu rausgekommen ist. Alone in the Dark ist jetzt anscheinend frisch rausgekommen. Alone in the Dark 2024. Nee, das ist ja ein anderes hier. Alone in the Dark. Ist der würdige Nachgänger. Doch. Lesen wir uns gleich mal durch hier. Wie gesagt, wir machen die noch fertig. Wenn du Emotionen willst, The Last of Us. Will ich Emotionen? Ah, ich habe The Last of Us noch nicht gespielt. Chat, habt ihr The Last of Us gespielt? Ich glaube, die meisten Zocker werden es schon mal irgendwann gespielt haben. Ich selber hab's noch nicht gezockt. Hab ich da nie so richtig rangewagt. Yes, hab's nur bei Gronkh gesehen. Geiles Game. Moin, Alex. Das sind immer noch zwei Bahnen, glaube ich. Aber dann haben wir ja wirklich das ganze Feld fast fertig, ne? Last of Us, er muss. Ich glaube, so circa 20 Mal bis jetzt. Boah, jedes Spiel bei mir nur einmal. Nur einmal. Und ich kann Spiele, außer jetzt, sag ich mal, ein Battle Royale oder sowas, aber so Story Games einmal. Vor zwei Tagen. Story Horror Games. Ich sagte, ich speichere mir die Seiten hier, nur die gucken wir gleich zusammen durch noch. Man wartet jetzt ein bisschen Prozent für Prozent für Prozent, dass man fertig wird, ne? Wir sind jetzt bei 90%, 91% sogar. In meiner Nachbarschaft fährt genauso ein Düngerstreuer rum. Obwohl ich finde, dass der hier schon recht groß wirkt zum Quadrat, ne? Aber der ist auch groß, der Düngerstreuer. Wenn ich auf die Prozente gucke, das ist immer so, ne? Das ist wie wir auf Navi gucken, wenn du zum Urlaub hinfährst. Da guckst du an und hin, was sind wir da. Auf dem Rückweg, ja, du weißt, du musst die Strecke fahren, deswegen ist der Rückweg meist doch schneller. Moin, hi, Design, alles gut bei dir? Wir gucken gerade gar keine Serie. Frau Farming hat hier Yellowstone durchgesuchtet, wie verrückt. Das war ihre letzte Serie. Wir gucken gerade so ein bisschen Trash-TV, das war es dann aber auch. Mir geht's sehr gut. Bisschen Nasennebenhöhlen, aber keine Kopfschmerzen mehr zum Glück. Warum ist die Ausbringmenge wieder hoch? Dankeschön fürs Bescheid sagen. Oh, wer spielt denn morgen, Max? Also aktuell weiß ich jetzt nicht. Ist morgen DFB? Wer spielt denn morgen? Deutschland, Frankreich. Oh ja, ja, wer überträgt denn?
so eine obligatorische Frage. Ich teile mir einen DAZN-Account, ich teile mir einen Sky-Account. Ach, Chat, Sachen, für die man zu viel Geld ausgibt. Haut mal einen raus, bitte. Sachen, für die man zu viel Geld ausgibt. Streaming-Abonnements. Und hier auch so, also alles eigentlich so. Streaming-Abonnements, so Disney Plus und das und das und Spotify und das, Twitch-Subs. Kann nicht sein, Lukas, du bist ja so geizig, du hast ja nicht mal hier einen. Ingame-Käufe, Spiele, Miete. Ja. Formel 1. Frauen. Prozent. Was ist denn los hier mit dem Bauern? Das ist doch fertig, das Feld hier. Guck doch hier auf die neuen. Motorrad. Steuern. Den NFG Game Pass habe ich zurzeit nicht. Also hatte ich. Ist ausgelaufen. Ich hatte den. Vielleicht gab es eine VPN-Lösung. Den hatte ich, aber irgendwie haben sie den nicht verlängert. Aquarium. Meet-Server für Business. Ausrufezeichen Map. Da hast du die Map. Landkreis Rostock. Das war der Server, ne? €40. Ich finde der Sohn halt unverschämt teuer, ne? Aktuell. Aber Mayo nur, weil wir uns den teilen. Aber ansonsten, ich würde mir das nicht holen. Ne? Das war schade. Ich finde das halt super nervig, was Fußball angeht. Ich bin ja beim Fußball, ich bin ja voll und ganz dafür, dass es einen Pass gibt für den Verein. Das heißt, für mich wäre es jetzt Union Berlin, dass ich halt einen Pass kaufe. Da gebe ich auch jährlich, weiß ich nicht, €150 für aus. Und dann kann ich mir jedes Spiel von meinem Verein angucken. Ich bin kein Fußballgucker, der den jetzt andere Spiele ganz interessiert. Ne? Mal ein Highlight und so kannst du dir auf YouTube angucken. Chat, was haltet ihr davon? Also weiß viele von euch Fußball oder so interessiert nicht. Aber das kann man ja auch im Basketball sagen und so, ne? Dass man einfach für seinen Verein die Spiele freischaltet. Das reicht mir vollkommen aus. Mehr möchte ich nicht. Ich will. Ist mir scheißegal. Die anderen Spiele. Die muss ich mir nicht komplett angucken. Und dafür will ich auch €150 im Jahr bezahlen, weißt du? Aber werden wir nie bekommen, Leute. Geholt MotoGP weiterhin noch Servus TV in Österreich anschauen kann. Finde ich gut. Ich finde gerade ein schöner Glas hier. Schön aus dem Büro zu schauen. Genießen. Und riechen. Das musst du wegriechen. Warum nicht die Kandelin, wenn du schon große Felder fährst? Weil wir uns auf die Rostocker geeinigt haben. Ja, weil die schön ist. Die Champions League, DFB kann man ja möglich haben. Ja, oder man sagt halt, ne, man kann ja auch sagen, also ein Kinobesuch kostet mittlerweile 14 Euro, 15 Euro, ich weiß das nicht, war ewig nicht im Kino. Und wenn, hat Frau Farming mich eingeladen. Wir sind fertig. Stopp! Mal einzelne Spiele buchen. Ich guck mir auch ein Spiel. 10 Euro pro Spiel werde ich unterhalten, wäre auch okay. Wenn ich vielleicht mal auch einzelne Spiele kaufen kann. Da kann ich auch sagen, auch das Bayern-Spiel gegen Dortmund ist spannend, würde ich mir gerne angucken, buche ich mir von 10er. Das wäre auch eine geile Lösung, Leute. Dass wir nur Wow bezahlen müssen. Also unser Opa mit uns. Ja, Leute, das war's. Wir lassen auch einfach jetzt hier stehen, Leute. Das war's mit dieser Lohner-Folge. Wir haben, warte mal, ich will noch verkaufen. Also, ich will noch mein Geld haben, ne? Wir haben jetzt Rechnung gestellt, Leute. 142.000. Boom, Alter. Guckt mal oben. Chat. 898.000 €. Wir sind heute mit 600 noch was reingestiefelt. 700.
aber haben einen Düngerstreuer gekauft und für 40.000 Dünger gekauft. Es war ein Top-Stream, Alter. Es war auch ein Top-YouTube-Video, hoffe ich, für euch. Ich beende das Lona-Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim, ich hoffe, beim nächsten Mal wieder Hanni und Janni und mit einer normalen unserer Hoffolge. Wenn wir es schaffen, ich gebe es eine Lona-Folge.